das Salzburger Nachtstudio. Ein Mann geht als Waldgänger im Dunkel des Forstes und begegnet seinem Ebenbild, einem großen Adler, der ihn anblickt, als ob er eine Antwort auf eine Frage von ihm erwartet. Im Niemandsland zwischen den Gezeiten. Sie werden mich kaum kennen. Ich möchte vor allem von dem Gedanken dabei ausgehen, dass Sie mir gleichsam seismografisch ein Bild entscheidender Vorgänge unserer Zeit vorgezeichnet haben. Betrachtungen zum Phänomen Ernst Jünger. Das ist der Stahlhelm, den ich in der Tankschlacht von Cambrai getragen habe. Ich gab gerade nach hinten einen Befehl, drehte mich um und bekam einen Schuss von hinten, der den Kopf streifte und vorn wieder aus dem Stahlhelm herausgefahren ist. Aus Anlass des 100. Geburtstags des Autors. Eine Sendung von Martin Bernhofer. Wenn Sie von der Traumwelt sprechen, in die man hinunterreicht, um das Dubiose zu erfassen, so muss man dabei ja auch zugeben, dass dieses Dubiose im Autor selbst vorhanden sein muss. Bilanz des Jahrhunderts. Jünger wird zwar 100 Jahre alt, aber ist mit Sicherheit kein Jahrhundertschriftsteller. Vielleicht ist es unhöflich, nicht von der Person, sondern vom Phänomen Ernst Jünger zu sprechen. Aber zumindest Frank Schirmacher hat nichts dagegen. Das äußere Phänomen ist ganz klar. Ein Autor, der 100 Jahre alt wird und in seinem 100. Lebensalter noch ein Buch veröffentlicht, ist eine große Seltenheit, eigentlich eine Einzigartigkeit. Das sehen Sie aber auch an den Weggenossen, die nehmen Abschied. Zuerst die Geschwister und dann die Mitschüler und dann die Leute, mit denen sie im Regiment gewesen sind, die vom Ersten Weltkrieg, die vom Zweiten Weltkrieg. Das ist unheimlich. Wenn Jünger vor 30 Jahren gestorben wäre, wäre die Jünger-Rezeption ganz anders gelaufen, als sie heute läuft. Er hätte ja wahrscheinlich auch eine andere Funktion in dem Jahrhundert. Das heißt, dieses Uraltwerden, für das er ja nichts kann, das ist das eine Phänomen. Als Feuilletonchef und Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen setzt Frank Schirmacher die positive Zuwendung dieser Zeitung zu einem Autor fort, dessen vielfältiges Werk nicht auf irgendeine politische Botschaft reduziert werden dürfe. Wenn nun Bodo Strauß in der Festschrift für Ernst Jünger, die in seinem Hausverlag Klett-Cotta erschienen ist, meint, die deutsche Nachkriegsliteratur wird erst vorüber sein, wenn allgemein offenbar wird, dass sie 40 Jahre lang vom Jüngerschen Werk überragt wurde, dann kann Schirmacher dazu nur sagen, tja, hätte mal ein bisschen früher drauf kommen sollen. Das innere Phänomen Ernst Jünger sei ein literarisches, sein Sonderstatus, der sich jeder literaturgeschichtlichen Einordnung entzieht. Es gibt zwar die Möglichkeit, ihn stellenweise zum Beispiel in Surrealismus einzuordnen, bis zu den 30er Jahren, aber das nutzt nichts fürs Gesamtwerk. Er fällt heraus und das macht ihn zu einer Figur, die sowohl mit literaturwissenschaftlichen, aber eben auch mit politischen und historischen Kategorien immer wieder gemessen wird. Betrachten wir das Phänomen Ernst Jünger aus einer zweiten Perspektive. Der Philosoph Günter Fiegerl, er ist Herausgeber der Festschrift zum 100. Geburtstag von Ernst Jünger mit dem Titel Magier der Heiterkeit, sieht ihn als einzig legitimen, ja einzigen Nachfolger Nietzsches in diesem Jahrhundert. Ein Autor, der philosophische Gedanken nicht literarisiert, sondern Denken und Literatur gehörig zusammenbringt. Was nicht weniger rar sei, Jüngers ausgeprägte moralische Integrität. Sich durch Zeitumstände nicht korrumpieren zu lassen. Und es ist für mich derjenige Autor, in dem ich am deutlichsten dann doch den Mut hinzuschauen erfahre. Vielleicht ist das auch ein Zug an seinem Werk, den man bisweilen versucht, durch solche Stichworte wie Ästhetizismus oder Zynismus oder sowas sich vom Leibe zu halten. Er gehört zu den wichtigen, nicht zu den wichtigsten Autoren dieses Jahrhunderts, bestätigt Heinz Ludwig Arnold, der in den 60er Jahren Sekretär bei Jünger war.
Briefe sortierte, Tagebücher ordnete und etwas Schwung in die kleine schriftstellerische Bürokratie brachte. Jünger als Person ist eher ein schüchterner, zurückhaltender Mensch. Ein Mensch, der sehr viel spazieren geht, in Maßen lebt, sehr viel liest, sehr viel träumt. Ein neugieriger Mensch, der sich auch um andere Menschen kümmert, denen es schlecht geht. Mein Unstern ließ mich in einer Zeit geboren werden, in der zugleich so viel moralisiert und so viel gemordet wurde wie in keiner anderen. Ernst Jünger als Phänomen? Da wäre er weit überschätzt. Meint Walter Jens, Schriftsteller, Literaturkritiker und Meister der Rhetorik, lapidar. Den Jünger-Kritikern, die wenigstens seine stilistische Meisterschaft anerkennen, hält Walter Jens entgegen, dass auch an diesem Aspekt nicht alles sakrosankt sei. Ich kenne bei ihm sehr viele Passagen, in denen er Hedwig Kurzmaler von Ferne grüßen lässt, bei dem Bois de Boulogne, die jungen Männer an den Schenkel der Partnerin emporgreifen, die vor ihm stehen. Und wenn es dann heißt, die Rast mit diesem Griff, der zu den Hüften führte, zugleich das leichte Frühlingskleid empor, so fasst der durstige Zecher nach der Tageshitze die schön sich bauschende Amphore, die er zum Munde führen wird. Ein Beispiel, das für 100 andere steht. Ich glaube, dass Jünger überschätzt wird und nicht symptomatischen Stellenwert beanspruchen kann. Vater Krieg. Jünger muss verstanden werden als ein Produkt des Ersten Weltkrieges. Der Krieg aller Vaterdinge ist auch der unsere. Er hat uns gehämmert, gemeißelt und gehärtet zu dem, was wir sind. Er hat uns erzogen zum Kampf. Und Kämpfer bleiben wir, solange wir sind. Das Phänomen Ernst Jünger mag darin bestehen, dass er mit einem Werk ein Jahrhundert überspannt, dessen Bruchlinien sich nicht harmonisieren lassen. Durch die große Dauer und die Kontinuität seines Schreibens entsteht der Eindruck einer Homogenität, die keine ist, keine sein kann. Das zeigt der nähere Blick auf ein Werk, das sich selbst in immer größere Distanz zur Geschichte rückt, aber doch nur als Teil der Geschichte gelesen werden kann. 1920. In Stahlgewittern. Weltkriegserfahrungen des Kriegsfreiwilligen und Trägers des Ordens Pour le Mérite. 1925. Feuer und Blut und Das Wäldchen 125. 1929. Das abenteuerliche Herz. Erste Fassung. Die totale Mobilmachung. 1932. Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt. 1939. Auf den Marmorklippen. 1942. Gärten und Straßen. Strahlungen. Kriegstagebuch. Aufzeichnungen von 1941 bis 1945. Erschienen 1949. Nach Ende des Publikationsverbots in Deutschland. Ist Jünger wirklich der große Chronist dieses Jahrhunderts, ein authentischer Zeuge, ohne den man nicht verstehen kann, was dieses Jahrhundert gewesen ist? Der Krieg musste es uns ja bringen, das Große, Starke, Feierliche. Es schien uns männliche Tat, ein fröhliches Schützenfest auf blumigen, blutbetauten Wiesen. Kein schönerer Tod auf dieser Welt. Ach, nur nicht zu Hause bleiben, nur mitmachen dürfen. Er ist ja wie tausende anderer seiner Generation in diesen Krieg mit patriotischen Motiven und Begeisterung gezogen und hat das, was er dort zu erleben hoffte, nämlich Heroentum und Ritterlichkeit und dergleichen, nicht erlebt, sondern er hat einen technischen Krieg erlebt, der ihn irritiert hat. Und seine intellektuelle Arbeit in den 20er Jahren lässt sich verstehen als Versuch, sich auf diese Erfahrung einen Reim zu machen. Die Zeiten der Aufklärung sind vorbei. Der Krieg vollendet ihren Untergang. Er wirft uns mit Notwendigkeit auf das Gefühl zurück. Wobei er sich dann natürlich in mancher Hinsicht auch
in den Begriffen, die er dabei aufnimmt, vergriffen hat, was er bereitwillig immer dann zugegeben hat, wenn er es gesehen hat. In den Vormittagsstunden durchbrach die Sonne den Nebel und entsandte eine behagliche Wärme. Aus zerschossenem Gebälk ragte ein eingeklemmter Rumpf. Kopf und Hals waren abgeschlagen, weiße Knorpel glänzten aus rötlich-schwarzem Fleisch. Es wurde mir schwer zu verstehen. In Stahlgewittern hat André Gide als das bedeutendste Buch über Krieg bezeichnet. Der Krieg setzt für Ernst Jünger das Dasein in eine entscheidende Dimension. Der Kriegsfreiwillige des Jahres 1914 lernt aber auch den Tod in seinen industriellen Zusammenhängen zu verstehen. Der Schmerz stellt künftig in seinem Werk eine zentrale Erfahrung der Bewährung dar. Gerade wo neue Techniken der Massenvernichtung die gehobene Selbsterfahrung des Soldatischen mit dem Sinnbild des Reiters hoch zu Ross zermalmen, betont er das Heroische am Krieger, das sich nahtlos mit seiner Pflichterfüllung verbindet. 1977. Wenn ich mich an diese Tankschlacht von Cambrai erinnere, es war der 2. Dezember 1917, da steigt in mir die Erinnerung auf. Wir saßen also in unserem Trichter und worüber unterhielten wir uns? Nicht darüber, dass es kalt war, nicht darüber, dass es schneite, nicht darüber, dass wir eine schlaflose Nacht hinter uns hatten, sondern wir fluchten darüber, dass die Division nicht den Befehl zum Angriff gab. Die Stellung war günstig, wir hätten Erfolg gehabt. Ich erwähne das, um anzudeuten, dass wir damals nicht etwa einer reinen Kriegslust gefolgt sind, sondern dass die Aufgabe von uns gesehen wurde. Wir wollten den Krieg gewinnen und das halte ich für die Pflicht des Soldaten. An anderes hat er während des Krieges nicht zu denken. Ja, der Soldat in seinem Verhältnis zum Tode, in der Aufgabe der Persönlichkeit für eine Idee, weiß wenig von den Philosophen und ihren Werken. Aber in ihm und seiner Tat äußert sich das Leben ergreifender und tiefer, als je ein Buch es vermöchte. Und immer wieder, trotz allem Widersinn und Wahnsinn des äußeren Geschehens, bleibt eine strahlende Wahrheit. Der Tod für eine Überzeugung ist das höchste Vollbringen. Er ist Bekenntnis, Tat, Erfüllung, Glaube, Liebe, Hoffnung und Ziel. Er ist auf dieser unvollkommenen Welt ein Vollkommenes und die Vollendung schlechthin. Er ist ein Begleiter dieses Jahrhunderts, stellt Frank Schirmacher fest, und auch, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, die Stimme einer gewissen Verirrung. Wir haben uns angewöhnt, die Vorgeschichte des Faschismus und des Nationalsozialismus in einzusetzen mit dem Ergebnis, das dann uns allen bekannt ist, das bis hin zu Auschwitz und zum 8. Mai 45 führte. Aber es gab bis zum Jahre 1933 eine starke Tradition konservativen, sogar reaktionären Denkens in Deutschland, mit vielen Vertretern, die zum Teil sehr kluge und interessante Leute waren und dann durch die Folge durch Hitler diskreditiert waren. Und Jünger ist der Vertreter einer dieser Gruppen, ein anderer war bekanntlich Ben, der allein deshalb, wenn man verstehen will, wie konnte es so etwas geben wie eine rechte Intelligenz, sogar eine intellektuelle, man denke an Heidegger, Entschiedenheit für so etwas geben wie die Abschaffung einer Demokratie, um das zu verstehen, muss man den frühen Jünger lesen. Während in allen Beratungszimmern des Intellekts noch gemessen, gewogen und geklügelt wird, pocht unten schon die gepanzerte Faust gewaltig gegen das Tor. Und mit einem Schlage sind die schwierigen Probleme gelöst. Vor allem die publizistische Tätigkeit Jüngers in den 20er und frühen 30er Jahren lässt ihn als einen Protagonisten der konservativen Revolution erscheinen. Eines ausgeprägt nationalistischen Denkens, in dem auch das in der Weimarer Republik weit verbreitete Argument einer Revision der Versailler Verträge eine große Rolle spielte. Standarte, Wochenschrift des neuen Nationalismus. Arminius, Kampfschrift für deutsche Nationalisten. Blätter der nationalistischen Jugend, der Vormarsch, die kommenden. Heinz Ludwig Arnold. In diesen Artikeln, die eigentlich in einer Schrift wie der totalen Mobilmachung und vor allen Dingen der Arbeiter kulminieren,
arbeitet Jünger gleichsam die gesamten totalitären Ideologien des Jahrhunderts auf. Die beiden großen totalitären Ideologien, die schon in Anschlag gekommene des Bolschewismus, Stalinismus und gleichzeitig die im Anschlag erst stehende des Nationalsozialismus. Und der Arbeiter ist so etwas wie die Kumulation beider totalitären Ideologien. Der Arbeiter als Soldat, die Gesellschaft als eine soldatisch gegliederte Hierarchie, als Zukunftsstaat. Die Mobilmachung der Materie durch die Gestalt des Arbeiters. Diese letzte Stufe besteht in der Verwirklichung des totalen Arbeitscharakters, die hier als Totalität des technischen Raumes, dort als Totalität des Typus erscheint. Ich hatte nicht beabsichtigt, eine Gebrauchsanweisung für das Jahr 1932 zu schreiben. Allerdings wäre man auch damals besser gefahren, wenn man sich damit befasst hätte. Mir schwebte eher die Schilderung unseres Zeitalters in ähnlicher Weise vor, wie es Burckhardt gegenüber der Renaissance gelungen ist. Ein Autor, der sich im Sinne der konservativen Revolution artikuliert habe, keineswegs immer ein Bewunderer der Demokratie, war auch Thomas Mann, stellt Günter Fiegerl fest. Bei Thomas Mann werde sein Werk aber nicht auf die Betrachtungen eines Unpolitischen festgelegt, so wie man das auch nicht mit Jüngers Publizistik aus den 20er Jahren tun sollte. Allerdings, Thomas Mann hat seine damaligen Auffassungen explizit revidiert, Jünger nur indirekt. Jünger hat diese Publizistik in sein Werk nicht aufgenommen und darin sollte man eine Entscheidung sehen. Jünger ist ein schillernder Autor, auch in der Kritik sowie ein Vexierbild, das ständig zwischen positiv und negativ hin und her springt, ambivalent. Für die Wohlwollenden seiner Kritiker, zu denen auch Frank Schirmacher zu rechnen ist, fällt er aus dem simplen Schema von Lob und Tadel heraus. Ein Schema wie Freund der Käfer, Feind der Demokratie greift zu kurz. Die Feinde Jüngers haben sich seit dieser Kampfschrift gegen ihn aus den späten 60er Jahren immer wieder auf die gleichen Urteile und Vorurteile zurückgezogen. Und es gibt mittlerweile natürlich eine neue Gruppe von Anhängern von Jüngern, die mir auch nicht sehr interessant erscheinen, die sozusagen diesen Slogan haben von Jünger, lernen heißt siegen lernen. Der Mann ist unendlich viel differenzierter. Es ist unmöglich, den Jünger des abenteuerlichen Herzens, ein Buch, das eines der wichtigsten Bücher von ihm überhaupt ist, in Gebrauch zu nehmen für irgendwelche eindeutigen politischen Aussagen. Man muss zu der Jünger-Rezeption hinzudenken, dass der Mann einen unendlichen Kampf hatte, bis hin zu Gerichtsdrohungen mit der CDU wegen seines Buches Annäherung, Drogen und Rausch, weil gesagt wurde, er ist ein Verführer der Jugend, er will sie zu Drogen überreden. Er hatte unendliche Auseinandersetzungen mit den Rechten wegen seines Buches Arbeiters, wo er für einen Sozialismus, fast ein ultramodernes Buch, plädierte. All die, die ihn auf eine dieser Aspekte reduzieren wollen, sind im Irrtum, im Positiven wie im Negativen. Das Schillernde an Jüngers Werk wendet Walter Jens jedoch in das Unstimmige, wobei weniger die Widersprüche als die mangelnde Bereitschaft, selbstkritisch darauf einzugehen, den Unmut des Betrachters erregen. Für mich hätte keinen symptomatischen Stellenwert, es sei denn den, dass man mit einigem Erstaunen feststellt, dass ein Mann, der ein Todfeind der liberalen Demokratie gewesen ist in der Weimarer Republik, kein Nazi wohlgemerkt, aber dem Nationalsozialismus den Weg geebnet hat, dass ein Mann, der sich als dezidierter Antisemit 1929 auswies, ein Mann, der ein Leben lang die These vertrat, Leben heißt töten, ein Mann, der das Hohelied des Krieges gesungen hat, dass der nach Auschwitz und Hiroshima und Pandora auch Dresden so weiterschreibt, als sei nicht das Geringste geschehen. Ein Mindestmaß an Reflexion wäre doch nötig. Schauen Sie, Hitler beginnt seinen Raubkrieg. Die Nationalsozialisten schicken sich an, Europa zu unterwerfen und die Juden zu ermorden. Und Jünger schreibt in seinem Tagebuch, das Strittige ist so gehäuft, dass nur das Feuer es aufarbeiten kann. Der Ton hoch angesetzt. Für den Dichter bedeutet die Politik eine eminente Gefahr. Wenn wir indessen im Herbarium oder in der Bibliothek die Lage gründlicher besprachen,
entschlossen wir uns immer fester, allein durch reine Geistesmacht zu widerstehen. Jünger kann mit Vorbehalten zu den geistigen Wegbereitern des Nationalsozialismus gerechnet werden. Er hat sich dann aber von der politischen Realität des Nationalsozialismus distanziert. Als Beleg dafür gilt Jüngers Buch über die Marmorklippen, von dem er 1977 selbst sagte: Die einen sehen das gewissermaßen als lettre persan, das heißt als eine Stellung und Beurteilung der politischen Situation. Das stimmt natürlich. Es sind da aber noch andere Gründe und Untergründe. Der Angriff auf die Realität aus der Traumwelt heraus. Infolgedessen glaube ich, dass das Buch eine längere Laufzeit haben wird, als es eine Schrift hätte, die sich rein zur politischen Situation geäußert hätte. Keineswegs will ich Understatement treiben, insofern, dass ich es ablehnen würde, dass ich mich nicht dazu geäußert hätte. Im Gegenteil, ich kann mindestens sagen, die Unannehmlichkeiten, die man haben kann, die habe ich also in vollem Maße gehabt. In diesem Punkt weichen aber die Urteile der anderen Betrachter bereits stark voneinander ab. Stehen zum Beispiel eher politische oder ästhetische Motive im Vordergrund? Waren es die Gesichter der Nationalsozialisten oder das Gesicht ihrer Herrschaft? Ob nun eine echte Dämonie davor liegt, das weiß ich ja auch nicht. Das wäre vielleicht noch stärker gewesen. Das sind schon physiognomische Anziehungs- und Abstoßungskräfte. Also Hitler hat mir physiognomisch von Anfang an nicht eingeleuchtet. Das würde ich auch so sehen. Meint Heinz-Ludwig Arnold, wenn es um die Vermutung geht, dass Jüngers Widerstand gegen den Nationalsozialismus manchmal etwas überschätzt wird. Die Kriegsschriften bis 25 sind auch etwas anderes als dann die politisch-nationalistischen Erhebungsschriften, die dann schon ja in eine Konkretion hinmünden. Abschaffung der Demokratie, er hat ja gesagt, ich hasse die Demokratie wie die Pest. Abschaffung im Grunde aller Errungenschaften der Aufklärung. Die Aufklärung ist endlich zu Ende, steht im Kampf als inneres Erlebnis. Wir haben sie abgeschafft im Weltkriege. Das steht da so in etwa auch in Feuer und Blut, sind solche Äußerungen unentwegt zu hören. Aber die Ausarbeitung dessen, was nun kommt, totale Mobilmachung, er nennt das alles heute, es sind nur deskriptive Schriften. Und da lügt er sich und anderen in die Tasche. Das stimmt nicht. Das wurde damals durchaus anders gelesen. Als Aufforderung. Das war auf einem großen Schub ins Rechte hinein. Sein Denken ist damals, das kann man nachweisen, strukturell faschistoid oder faschistisch sogar. Dass er dann ab 33 nichts mit den Nazis zu tun haben will, ist wieder eine ganz andere Sache. Aber er gehört mit Sicherheit zu den geistigen Vätern des Dritten Reiches. Politik und Dichtung, das ist Wille und Vorstellung. Die Einsicht, dass ich in der Politik nichts zu suchen hatte, verdanke ich Adolf Hitler. Er war mein Mentor ex negativo. Inmitten der durch ihn entfachten Begeisterungsstürme fühlte ich, abgesehen von ihrem Anlass, ihrer Richtung und ihrem Inhalt, dass ich damit nichts zu tun hatte. Seitdem konnte ich ziemlich scharf den Erfolg unterscheiden, der mir aus der Sache von jenem, der mir aus dem Willen zuteil wurde. Ernst Jünger war kein Nazi, stellt Walter Jens pointiert fest, und zwar aus einem ganz bestimmten Grunde. Die Nationalsozialisten in Deutschland stanken nach Bier und nicht nach Champagner, rochen sie. Sie töteten mit dem Knüppel und nicht mit einem Shakespeare-Rapier, nicht mit einem eleganten Florett. Sie waren ihm ästhetisch widerwärtig. Und ich denke immer, wenn so etwas gewesen ist, wie das elende Krepieren von Millionen in den Gaskammern, dann müsste man nachdenklich werden. Aber er, der einst schrieb, der Jude in Deutschland stünde vor seiner letzten Entscheidung, er wird Jude sein oder er wird nicht sein. Deutscher kann er nicht sein. Für jemanden, der ein Gefühl für Recht und Unrecht hat, musste das widerlich sein, was sich dort abspielte. Und das lässt sich nun aus den Texten von ihm, die es dazu gibt, überdeutlich sehen, dass es nicht ein geschmäcklerisch-ästhetizistisches Abstandnehmen ist, sondern dass es die Auflösung von Sittlichkeit ist, die ihn abstößt.
Günter Fiegerl möchte doch ein moralisches Geschmacksurteil bei Ernst Jünger wirksam sehen. Wir müssen zum Weltstaat kommen. Aber das scheint ungeheuer schwierig zu sein. Ernst Jünger, dem die Nazis ästhetisch zuwider waren, oder Ernst Jünger, der mit dem Nationalsozialismus auch den Nationalismus überwinden wollte. Gerade was die Position der Nationalsozialisten dazu angeht, ist es wichtig oder hilfreich, besser gesagt, dazu noch einmal die sogenannte Friedensschrift zu lesen. Also die Argumentation ist etwa die, der Versailler Vertrag ist deswegen problematisch, weil er die Neuordnung Europas nach weiterhin nationalen Interessen zu organisieren versucht und die Revision dieses Vertrags durch den Nationalsozialismus nicht eine Revision auf eine europäische Lösung hin ist, sondern eine Lösung ist, in der Deutschland als expansiver und offensiver Nationalstaat auftritt. Als der Krieg sein Ende nahm, habe ich ja ein Essay über den Frieden geschrieben. Das unter anderem mit Beifall auch Rommel gelesen hat. Rommel hat gesagt, ja, damit lässt sich arbeiten. Aber wenn ich die heutigen Verhältnisse bedenke, etwa in der, was in Brüssel und in Straßburg so stattfindet, wie man sich um Milch und Eier und Kartoffeln streiten, da haben wir noch nicht mal ein vereintes Europa, geschweige denn einen Weltstaat, der aber doch dringend nötig wäre. Also ich will jetzt nicht unbedingt damit behaupten, dass Jünger in den 20er Jahren so gedacht hat, aber dass er 1941 die Dinge so sieht, das sollte man dann auch zur Kenntnis nehmen. Das heißt, ab 41 allerspätestens kommt bei ihm ein Gedanke ins Spiel, der mehr und mehr Evidenz gewinnt, nämlich der Gedanke, dass Europa eine politische Größe ist. Ernst Jünger ist einer der großen Europäer der europäischen Literatur. Er wird da ein abgehobener Schriftsteller. Ich habe heute mehr die Gemütslage eines Anarchen, der sagt, macht ihr mal weiter, ich halte mich ruhig. Man muss vielleicht den Blick von der politischen zur poetischen Entwicklung Ernst Jüngers wenden, um die Widersprüche zwischen den unterschiedlichen Bewertungen nachvollziehen zu können. 1929 publiziert Ernst Jünger Das abenteuerliche Herz, 1930 den sizilianischen Brief an den Mann im Mond. Eine Poetologie, in der er die beiden Seiten der Wirklichkeit offenlegt und den stereoskopischen Blick begründet, den Doppelblick für beide Seiten der Wirklichkeit, für das Wirkliche und zugleich Unwirkliche. Mit der zweiten Fassung des abenteuerlichen Herzens, so Heinz Ludwig Arnold, redigiert Jünger viele der unmittelbar existenziell berührten Impulse der ersten Fassung. Er erringt sich gleichsam dadurch eine Rolle als Auktor, einer, der die Urschrift des Lebens hebt und die mit allem, was er schreibt, will er näher an diese Urschrift des Lebens herankommen. Und diese Rolle des Seher-Schriftstellers, die wird dann bewusst eingenommen, eigentlich bald nach dem Dritten Reich, vielleicht auch psychologisch ja auch gut zu erklären, weil er sich aus dieser Wirklichkeit, die er ja mit zum Teil angezettelt hat, entfernen will, weil er damit nichts mehr zu tun haben will, entzieht er sich auf die höhere beobachtende Position. Und da fängt meine Kritik an Jünger an. Weil er zum Beispiel vor dem Krieg den Arbeiter schreibt und nach dem Krieg in den Stahlungen 45 schreibt, nach den Erdbeben schlägt man auf die Seismographen ein. In einem Aufsatz über Ernst Jüngers Poetik des abenteuerlichen Herzens hat der Philosoph Günter Fiegerl in einem Punkt sehr behutsam Abstand zu Jünger genommen. Heißt es von den Zerstörungsprozessen des technischen Zeitalters, insgesamt von Kriegen, Ihnen komme ein solcher Grad von Notwendigkeit zu, dass man sie nur mit der höchsten Anteilnahme verfolgen kann. Insbesondere, wenn man es liebt, dass das Leben sich in seltsame und gefährliche Situationen begibt, so ist für manchen die Grenze des Erträglichen erreicht. Die frühen Kriegsbücher seien, so Günter Fiegerl im Gespräch, aber im Zuge der Epoche geschrieben, indem sie die Beschleunigung und Intensivierung ins Extrem treiben. Man müsse Jüngers Texte aus dem Zweiten Weltkrieg, die Strahlungen, zusammen mit den Büchern über den Ersten Weltkrieg lesen, um dem Kriegsautor Jünger gerecht zu werden. Im zweiten Pariser Tagebuch fragt sich Jünger 1943, woher die dämonischen Kräfte,
wie die Schinder und Mörder kommen, und er stellt einsichtsvoll fest: Das Neuartige liegt an ihrer Sichtbarwerdung, an ihrer Freilassung. Zu dieser Freilassung führte unsere gemeinsame Schuld. Indem wir uns der Bindungen beraubten, entfesselten wir zugleich das Untergründige. Da dürfen wir nicht klagen, wenn das Übel uns auch als Individuen trifft. Umso schwerer fällt es, Verständnis für die von Jünger im abenteuerlichen Herzen gepriesene Haltung des Schlachtenführers zu gewinnen, die hinter der Verbrennung die Veränderung sieht und darin auch noch den Gipfel einer prächtigen Unbarmherzigkeit loben kann. Ich denke, dass Jünger dafür keine Sympathie hat, sondern dass er hier eher im Gegenteil versucht, die perspektivische Blindheit derer, die Geschichte machen und Geschichte machen wollen, zu beschreiben. Und Jünger hat aufgedeckt, dass diese Sinnschicht der Geschichte eine ist, unter der der hohe Preis der Opfer dasjenige ist, was Geschichte als etwas Sinnloses erscheinen lässt. Er hat die tiefe Zweideutigkeit von Geschichte jenseits von Geschichtsoptimismus und einer bloßen Abkehr von Geschichte deutlich machen können. Zu viele Menschen sind gestorben, zu viel Leid und Elend sind in der Welt, um Heroenpathos geduldig ertragen zu können, so bekräftigt Walter Jens seinen dezidierten Standpunkt gegenüber Ernst Jünger. Fassen Sie das als zentralen Punkt auf, rät er in dem Gespräch. Jüngers Denken ist von Grund auf ahistorisch. Das Absolute über allem Historischen hinweg, das war für ihn von außerordentlicher Wichtigkeit. Er schaut zu, wie er gekämpft und gestorben wird. Schaut am liebsten zu den Bränden da unten durch ein rötlich schimmerndes Glas Erdbeerbohle oder eine Fliege beobachtend, die über die Blutspur eines Hingerichteten sich zieht. Die Temperatur des Blicks. In dieser unendlichen Kälte eine Katastrophe zu beobachten, ist für dieses Jahrhundert eine interessante Haltung. Das ist ein bisschen ambivalent. Jünger als schillernde, ja mehr noch als ambivalente Figur. Darauf weist auch Heinz Ludwig Arnold hin, im Spannungsfeld zwischen Naturbetrachtung und Geschichtsferne. Irgendwie gehört das auch für mich ein bisschen zusammen, denn dieses kalte Betrachten der Käfer, der Insekten, in dem für Jünger auch sicher ein gewisses liebevolles Anschauen stecken mag, diese Betrachtung der Welt, des ahistorischen Anschauens von Wirklichkeit, zu der Jünger immer mehr gekommen ist, daher so auch die erste Rolle des Waldgängers, dann die des Anarchen, die hat schon ein bisschen auch etwas zu tun mit dem Anschauen von Käfern, die man dann aufspießt. Ambivalenz herrscht auch in der Faszination, die Jünger ausübt, in die er sich selbst verstrickt. Auch auf marxistischer Seite, darauf weist Walter Jens wieder hin, gibt es die Faszination durch Ernst Jünger. Historisch ist ein Schlüssel dazu aus der Weimarer Republik zu nennen, wo es Beziehungen zwischen den sogenannten Elitetruppen von rechts und links gab. Der gemeinsame Feind war der Bürger. Bürger ist der Inbegriff alles Negativen für Jünger und für die im Folgenden. Der Bürger ist der Spießer. Er schlägt sich nicht. Schlagen tut man sich auf der äußersten Rechten und der äußersten Linken. Und da meine ich eben, dass man den Begriff Bürger, nicht Bourgeois, sondern Citoyen im französischen Sinn. Also der Citoyen, der für das Gemeinwesen vernünftig eintritt, dass man diesen Begriff nicht hoch genug bewerten kann. Als Betrachter und Waldgänger war Jünger immer bestrebt, die Elemente und das Elementare aufzusuchen. Nicht nur als Waldgänger, sondern auch auf seinen Reisen. Die Möglichkeit, weit und schnell zu verreisen, zählt ja zu den wenigen Lichtblicken der technischen Welt. In der Tat leben wir hier in Wilflingen ziemlich im Walde. Das heißt, es bedarf nur eines Weges von 5 Minuten und man ist in diesen Stauffenbergschen Wäldern, in denen man nur sehr selten einen Menschen trifft. Bei den Reisen ist die Einschränkung zu machen, dass eigentlich
Annäherungen sind, das eigentliche Land der Sehnsucht, das, was die Romantiker als die blaue Blume bezeichneten, findet man ja nie. Aber Andeutungen an diese Landschaft, die hat man doch immer wieder. Man könnte sagen, hier habe ich in der Erscheinung gesehen, was irgendwo in der Gestalt existieren muss. Geschichte wird bei Ernst Jünger nicht aus der Perspektive der Opfer gesehen, sondern aus einer über die Zeiten gehenden Perspektive. Der große Entwurf, die Sinnrichtung der Geschichte, der eindeutige Bezugsrahmen der Humanität, sie werden durch eine Haltung in Frage gestellt, mit der vielfach Kälte assoziierbar ist. Die spezifische Distanzierung, so Heinz Ludwig Arnold, wird aber von Jünger freundlichen Kritikern als ein eigentlich moderner Aspekt angesehen. Es gibt ja kein diskursives Denken bei Jünger, wirklich diskursives Denken bei Jünger, sondern ein punktuelles, um das sozusagen analog sich andere Gedankeninseln, Lektüreinseln, Zitatinseln herumlagern. Das wiederum macht Jünger natürlich heute vielleicht auch besonders beliebt, weil das sozusagen eine postmoderne Methode des Denkens par excellence ist. Der Anarch hält sich nicht an Ideen, sondern an Tatsachen. Er erkennt das Recht, doch nicht das Gesetz an. Somit verhält er sich Staat und Gesellschaft gegenüber als neutrale Macht. Was dort vorgeht, kann ihm gefallen, missfallen, gleichgültig sein. Er investiert keine Gefühle. Opposition ist Mitarbeit. Jünger ist aber nicht nur der Beobachter, er ist in seinem eigenen Selbstverständnis vor allem der Autor. Und Autor, das ist ein Begriff, zu dessen Darstellung er selbst viele Belege und Zitate gesammelt hat, die in seine Rede anlässlich der Verleihung des Goethe-Preises 1982 eingeflossen sind. Du würdest schreiben, auf einer Insel allein. Darin verrät sich die sakrale und von den Umständen unabhängige Berufung. Der Autor lebt im Volk, im Staat, in der Gesellschaft seiner Zeit und zugleich einsam im Walde, auf Patmos, am Sinai. Was dort geschah, ist wichtiger als was er vermittelt. Vielleicht kommt er mit leeren Händen zurück. Jünger ist ein hochmütiger Mensch, im doppelten Sinne, ein sehr mutiger Mensch, aber auch hochmütig, indem er sich abhebt von den Massen. Er will denken, er will seine Sachen, er ist der Vates, der Auktor, der nicht der primitive Schriftsteller, der in eine Akademie geht auch noch und in eine Reichsschrifttumskammer mitarbeitet. Da sitzen ja eine ganze Reihe von Leuten, mit denen man sich da gemein machen würde. Nein, Jünger schwebt über den Wassern der Realität. Die Einsamkeit zählt nicht zu den Leiden des Autors, sondern zu seinem Kapital. So kann man leichter davonkommen. Er sagt, ja, das nimmt ja geradezu absurde Züge jetzt in den Spätwerken, in der Schere oder auch in diesem Aufsatz, den er zur Biennale in Venedig geschrieben hat, wo er sogar prophezeit, dass die Titanenwelt und das ist die Welt des Arbeiters, dass die im Jahre 200, glaube ich, oder so, des neuen Jahrtausends zu Ende gehen wird und dass im dritten Jahrhundert die Götter wiederkommen und so weiter. Ich meine, das ist fast Glaubensgemeindenstiftung. Also ich habe den Vergleich gemacht eines Minenlegers, da sind 30 Jahre vergangen oder mehr oder 40. Auf einmal ist da hinten noch eine Explosion von einer Mine, die vor langer Zeit ausgelegt worden ist. Das erstaunt mich mehr, als dass es mich erfreut. Ernst Jünger 1985 über die Stahlgewitter. Die Interpreten Ernst Jüngers, schreibt Frank Schiermacher, haben eines gemeinsam. Sie wirken wie Mineure, die sich einem gefährlichen Gegenstand nähern. Anschwellende Gesänge. Bei Butto Strauß musste einfach was durchgeknallt sein. An Jüngers Rezeption ist auch die politische Wende nach 1989 und vor allem der politische Mentalitäts- und Stimmungswandel in Deutschland nach der Wiedervereinigung nicht ohne Spuren vorübergegangen. Ein Werk, das mit frühesten Erinnerungen bis zum Jahrhundertbeginn zurückreicht und in den Tagebuchaufzeichnungen 70 verweht 4 den Fall der Berliner Mauer beschreibt, ist nicht nur Dokument, sondern inzwischen auch Bezugspunkt für ein neues, rechtsgerichtetes Denken geworden. Ein Denken, meint jedenfalls Günter Fiegerl, das aber eigentlich keinen rechten Gefallen an diesem Autor finden dürfe. Jünger ist niemand, der seit
Ende der 20er Jahre noch auf den emphatisch aufgeladenen Begriff der Nation setzt, sondern Jünger ist ein Autor, der sich selber als Kosmopolit, als Europäer versteht und der ein gelassenes Verhältnis zur Nation insofern hat, als er ja Nationen oder Vaterländer als etwas ansieht, das im Rahmen übergreifender politischer Ordnung seinen Sinn hat. Heinz Ludwig Arnold, vor Zeiten Sekretär im Hause Jünger, sieht diesen Bezugsrahmen nicht so gelassen. Er meint, dass einige Aspekte von Jüngers Werk dazu angetan sind, die Frage der deutschen Nation allzu selbstbewusst zu betrachten, wenn auch unter sehr verschiedenen Vorzeichen, die genau auseinanderzuhalten sind. Da sie ja die Hakenkreuzfahne nicht haben dürfen, holen ja die Rechten immer die Flagge der alten kaiserlichen Armee. Mit der schmücken sie sich ja gerne. Und für mich ist Jünger so etwas wie der Repräsentant dieser alten wilhelminischen Zeit. Das ist ja das Erste Reich nach der Gründung 70/71. Das ist das Erste Deutsche Reich. Und Jünger ist jetzt im Sechsten Deutschen Reich angekommen. Nicht, wenn man DDR und Bundesrepublik als Viertes und Fünftes Reich nimmt, sind wir jetzt im Sechsten Reich. Und er überwölbt die deutsche Geschichte. Und es gibt ja auch Herrn Kohl, der zwar Republikaner ist, aber durchaus es gern hat, diese große Einheit der Geschichte in seiner reichseiniger Tätigkeit auch noch zu vollziehen. Deswegen auch sein Bezug auf Jünger. Als Anarch bin ich entschlossen, mich auf nichts einzulassen. Nichts letzthin ernst zu nehmen. Allerdings nicht auf nihilistische Weise, sondern eher als ein Grenzposten, der im Niemandslande zwischen den Gezeiten Augen und Ohren schärft. Jünger war ein Autor, der sich immer heraushalten wollte, der zwischen den Gezeiten stand. Vielleicht gerät er nun aber in Gefahr, dass dieses Niemandsland ein zumindest ideologischer Schauplatz und Kampfplatz werden könnte. Die prekäre Frontzone einer sehr konkreten politischen Absicht. Er will einfach mit dieser Geschichte nichts zu tun haben. Aber die Rechten, die sich heute auf ihn berufen, also die militanten Rechten wie Schwilke und solche Leute, die wollen ja die Geschichte in die Hand nehmen. Die wollen die Geschichte über die Begriffe definieren und sie wollen sie ja umgestalten. Sie wollen ja nicht diese schlappe Demokratie. Sie wollen ja einen anderen Staat. Und das ist das Gefährliche natürlich. Aber dafür würde ich jetzt Jünger nicht in Anspruch nehmen. Ich meine, dafür kann man auch andere in Anspruch nehmen. Nur seine Sachen stehen dafür. Und wenn man den alten Jünger wieder hervorholt, dann kann man da natürlich einiges finden. Botho Strauß, ursprünglich im Spiegel erschienener Essay »Anschwellender Boxgesang« ist teilweise missverstanden, teilweise selbstverschuldet, zur Einfallsschneise einer beunruhigend munter gewordenen Publizistik geworden, die über Begriffe und Bezüge der deutschen Geschichte und Kultur nach und auch schon wieder vordenkt, wie dies lange nicht mehr möglich erschien. Der Artikel von Botho Strauß findet sich auch in dem bei Ullstein erschienenen Band »Die selbstbewusste Nation«, in dem es um die Standortbestimmung der demokratischen Rechten und, wie schon der Klappentext verkündet, die Wiederentdeckung verdrängter Traditionsbestände geht. In einem Artikel in der FAZ wehrt sich Heimo Schwilk, der auch Mitherausgeber der Festschrift für Ernst Jünger ist, dagegen, in das Neurechte abseits gestellt zu werden. Gewiss, der Buchtitel »Die selbstbewusste Nation« musste diejenigen provozieren, die den Begriff Nation noch immer für ein Relikt des 19. Jahrhunderts und Selbstbewusstsein für die deutsche Antwort schlechthin halten. Ihnen musste die Wiedererlangung der nationalen Souveränität als narzisstische Kränkung schlechthin erscheinen. Frank Schirmacher, Chef des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen, wo der Streit um die selbstbewusste Nation vielstimmig ausgetragen wurde, nimmt dazu eine klare Haltung ein. Also was die neue Rechte, die sogenannte neue Rechte angeht, hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung denen den Ritterschlag verweigert. Das heißt, das sind für uns, so wenn sich so abspielt wie jetzt, keine Gesprächspartner. Da muss noch sehr viel mehr und sehr viel Substanzielleres kommen, ehe man jetzt sagt, das sind nun wirklich interessante Optionen. Wenn Sie heute lesen, Botho Strauß und die Seinen in der selbstbewussten Nation, dann finden Sie Wort für Wort, Satz für Satz Jüngers Klischees wieder. Walter Jens ist nicht bereit, Ernst Jünger aus den Strömungsverhältnissen der aktuellen Diskussion in sein Niemandsland zwischen den Gezeiten zu entlassen. Das ist das Vokabular,
der konservativen Revolution vor 1933, also nicht der altdeutsch-nationale, die hassten sie ja, die jungen Konservativen, die wollten ja den Kampf und die Schlacht und nicht die bürgerlich reputierliche Verherrlichung des größeren Deutschland. Eigentlich hat sich wenig geändert und es ist alles so falsch wie damals. Ach, die Boxgesänge von Botho Strauß, ja, Boxgesänge, griechische Tragödie, Apollo und Dionysos waren Brüder. Und in der griechischen Tragödie wurde nicht der Schmerz und der Tod gefeiert, sondern am Ende, siehe Ödipus, stand die Erkenntnis. Die Kraft dieser Geister beruht auf Offenbarung, nicht auf Erkenntnis. Und auf Sprache, nicht auf Logik. Den Refrain einer tieferen Aufklärung hat Botho Strauß bei Ernst Jünger ausgemacht. Auf eine magisch schauende, immer prospektive Weise sei Jünger nach dem Krieg der Vergegenwärtiger der Gegenwartsautor schlechthin gewesen. Es gibt bei Jünger Sentenzen, die strahlen, man kann kaum hinblicken. Und es gibt solche, die sind Eingänge ins Dunkle. Hier sieht man nichts mehr, sondern fühlt sich unter Herzklopfen vom Unsichtbaren umgeben, berührt. Man stelle sich vor, im Werk Jüngers würde die schöne, immer wiederkehrende Floskel überall gestrichen, das leuchtet ein. Dieser für sich selbst sprechende Refrain einer tieferen Aufklärung. Nicht nur bei der Neuen Rechten ist Jünger ein ambivalenter Bezugspunkt. Ebenso ambivalent ist das Eintreten des Dramatikers Heiner Müller, vielmehr aber noch des ostdeutschen Regieanarchisten Frank Castorf für Ernst Jünger. Castorf hat in einem oft falsch zitierten Interview seinen Wunsch nach neuen Stahlgewittern kundgetan. Vor 6 Jahren saß ich in Karl-Marx-Stadt in der Kantine und dachte, diese DDR, diese Nichtbewegung, diese Dekadenz, wir brauchen ein neues Stahlgewitter. Das Absolute, das Chaotische der Stahlgewitter hat aber hier vor dem historischen Erfahrungshintergrund des DDR-Regimes und seiner disziplinierten Enge und dem Mangel an Erlebnisintensität eine ganz andere Bedeutung als der nietzscheanische Vitalismus Ernst Jüngers. Aufgewachsen in einem Zeitalter der Sicherheit, fühlten wir alle Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen, nach der großen Gefahr. Da hatte uns der Krieg gepackt wie ein Rausch. Der sich ahistorisch verstehende Autor Ernst Jünger erleidet damit aber ein sehr zeitbezogenes Schicksal, aus historischen Bezügen herausgenommen zu werden, den unterschiedlichsten Betrachtungen und Referenzen zu dienen, zu denen auch die polemischen, szenischen Geburtstagsgrüße des Choreografen Johann Kresnik gehören, der in seinem Jünger-Spektakel den Interpretationsradius des Autors auf wenige militaristisch besetzte Versatzstücke reduziert hat. Kresnik am Premierentag zur DPA. Jünger sei kein Nazi, sondern ein Phänomen. Sehr starke Mächte kann man nur im Traum angehen. Da trifft man dann auch mehr als ihr Erscheinungsbild. Das ist einer der Gründe, aus denen ich auf den Marmorklippen nicht gern als Schlüsselroman gedeutet haben will. Der Gang war gefährlicher und ist es heute noch. In Frankreich sieht man das besser. Da ist die literarische Kritik auch noch nicht völlig durch die politische Meinung ersetzt. Einen Sonderfall stellt die Rezeption Ernst Jüngers in Frankreich dar, die der Übersetzer Henri Pla maßgeblich eingeleitet hat, der Jünger zwar seine Sprache geliehen, sich aber auch geweigert hat, eine Schrift wie den Arbeiter zu übersetzen, um den die französische Neue Rechte schon in den 70er Jahren einen Kult inszenierte. Der Arbeiter erschien erst 1989 in der Übersetzung Julien Herviers. Ein schlecht geschriebenes faschistisches Buch, nach Nietzsche, Spengler, im Grunde unoriginell, epigonal. Meint Henri Pla. Pla kann aber die Erfahrung bestätigen. Man kann Jünger nicht widerlegen, man muss ihm die Gewissheit eines anderen Glaubens entgegenhalten. Für viele Franzosen ist Jünger, gemeinsam mit Martin Heidegger, eine Verkörperung deutscher Kultur in diesem Jahrhundert. Als Moralist und Autor einer metaphysischen Zivilisations- und Technikkritik, fern vom Kult des Fortschritts und der Maschine, wird er aber nicht erst anlässlich seines 100. Geburtstags gefeiert. Das Thema der Technik verbindet Jünger auch mit Martin Heidegger. Günter Fiegerl. Jünger ist nämlich der Einzige gewesen, der begriffen hat, dass die Technik kein Mittel ist, kein Medium, das missbraucht werden kann, sondern Jünger hat von vornherein gesehen, dass die Technik eine Einrichtung der Welt sui generis ist, dass mit dem, was wir die Technik nennen, sich vollkommen neue Lebensbedingungen herausbilden. Und genau das hat er gemeint, wo er von der Gestalt des Arbeiters gesprochen hat. Und
in der Gestalt des Arbeiters ist ja unschwer dann das Gestell der Technik zu erkennen, von dem Heidegger redet. Jünger hat selbst festgestellt, dass er durch die Übertragung in das Französische an Klarheit gewonnen, an Tiefe jedoch verloren habe. Trotzdem ist natürlich der dunkle Überschuss bei Jünger auch da noch wahrscheinlich enthalten. Und die Franzosen haben ja eine einfach emotionale Bindung an die Romantik. Das andere ist, glaube ich, überhaupt der Hang, den Außenseiter eher zu favorisieren. Und Jünger ist Außenseiter. Und Jünger ist immer der, der sich als Einzelner darstellt. Und das lieben die Franzosen besonders. Nun muss ich sagen, Frankreich ist wirklich eine Ausnahme. In England, im ganzen angelsächsischen Bereich, wird zwar Jünger auch das eine oder andere übersetzt, aber so gut wie überhaupt keine Resonanz, eher große Distanz oder Gleichgültigkeit. Mittlerweile findet Jünger nicht nur positive Resonanz in Frankreich. Schon vor 2 Jahren haben Intellektuelle wie Paul Virilio, Georges Duby und Pierre Bourdieu, aber auch Umberto Eco, ein Manifest als Appell an die Wachsamkeit unterzeichnet. Bourdieu sieht in der selbstverständlichen Anerkennung Jüngers, der die Biennale von Venedig eröffnete, ein Text, den die Zeit abdruckte, als ein Symptom dafür, dass die Rechte im Vormarsch sei. Der Jünger-Spezialist Martin Meyer schrieb dazu in der Neuen Zürcher Zeitung: Nun mag Jünger noch vieles sein, kein Liberaler, kein überzeugter Demokrat, kein philosophischer Aufklärer, ihn aber 60 Jahre nach dem Arbeiter dem Faschismus zuzuschlagen, weil er vom Mythos und der Ära der Titanen, von Nihilismus und von der Götterferne handelt, grenzt an Böswilligkeit. Solchem Beweis ließe sich leicht noch der letzte Besuch Helmut Kohls und François Mitterrands in Wilflingen zuordnen. Die Welt wird wieder einfach. Ganz anders die französische Zeitschrift Lire in einem Jünger-Dossier. Hier gilt Jüngers Leben und Schreiben als Beweis dafür, dass es möglich sei, die schlimmsten Abgründe zu durchqueren, ohne zum Komplizen zu werden. Da werden plötzlich die, die die Nazis vertrieben haben und die vorher geflohen sind, weil sie sonst ermordet worden wären von den Nazis oder ins KZ gesteckt worden wären, was dasselbe ist. Und die werden jetzt sozusagen als die Leute betrachtet, die sich auf die komfortablen Schutzinseln des Exils zurückgezogen haben, während Jünger nun den großen Helden, der durch den ganzen Dreck des Dritten Reiches hindurchmarschiert ist mit erhobenem Haupt. Der hat mit den Kollaborateuren in den Salons in Paris gesessen, gediniert und Champagner getrunken, während zur gleichen Zeit die Juden zusammengetrieben worden und abtransportiert worden. Das hat er auch gewusst. Es kommt ja in den Strahlungen auch zuweilen vor und er geniert sich ja auch, wenn er den gelben Stern sieht, seiner Uniform. Das ist aber ein bisschen wenig als Reaktion auf diese Geschichte. Aus diesen und anderen Auseinandersetzungen in der Zeit hat sich Ernst Jünger in Zwischenzeiten und in ein Niemandsland zurückgezogen, das er als Sammler mit Gestalten und Phänomenen erfüllt und betrachtet. Dabei findet sich auch Kurioses. Dies hier ist eine Sanduhr aus Venedig, 1750. Es wird behauptet, der Antiquar sagte mir jedenfalls, der sie mir verkaufte, dass sie im Besitze einer Kurtisane gewesen sei, die ihre Liebesstunden danach abgemessen hätte. Schon im abenteuerlichen Herz meinte Jünger, die subtile Jagd sei die einzige, die in Deutschland noch Reiz besitze. Das Tierreich als Bilderbuch, in dem die Insekten, vergrößert, die Saurier an Seltsamkeit weit übertreffen würden. Am meisten sind in der Natur die kleinen Dinge zu bestaunen. Dies hier ist eine Cicindela. Sie sind große Räuber. Es ist also ein Zwischending zwischen sehr scharfer Beobachtung und Beutemachen, das mir in Bezug auf den eigenen Charakter sehr liegt. Es bleibt da schon einiges übrig, nur... Was bleibt? Der Philosoph Günter Fiegal zögert nicht, Jünger in die Reihe so bedeutender Autoren wie Borges, Nabokov und Julian Green zu stellen, die in der Literatur des 20. Jahrhunderts eine eigene Dimension darstellen. Also doch Weltliteratur, nicht nur ein Autor als Phänomen und ein Werk als Dokument? Essays zu schreiben, durch die sozusagen Tagebuchform durchschimmert und Tagebücher immer wieder in den Essay oder in den Aphorismus auch überspringen zu lassen.
dieser Art gleichsam mühelos neue literarische Gattungen zu entwickeln, die seiner eigenen Artikulationsform entgegenkommen, die, denke ich, wird man zum Bestand der Literatur dieses Jahrhunderts zu rechnen haben, als eine der ganz großen Leistungen. Heinz Ludwig Arnold. Jünger war eigentlich auch immer jemand, der die Anstöße der Moderne nicht antizipierte, sondern nachträglich aufgenommen hat. Wenn man ihn vergleicht mit Benjamin, etwa Passagenwerk Paris und so weiter, was da drin steht, oder auch in gewissen Urteilen über mediale Entwicklungen. Jünger ist eher ein Eklektizist, ein großer Leser, der sich aus allem alles herbeizieht und sich selber gerne zudem auch schriftlich stilisiert, was eben Autor, Dichter, Prophet ist. Walter Jens. Meines Erachtens ist Ernst Jünger zu keiner Zeit im Niemandsland gewesen, das war nicht sein Aufenthalt. Meines Erachtens war er ein Anwalt der militanten Rechten, der sich auf den freien Geist herausredete, weit entfernt von jener süddeutschen, austriazensischen Geselligkeit, wie sich etwa im Briefwechsel zwischen Hofmannsthal und Richard Strauss zeigt. Ich kann nur sagen, das ganze jüngersche Werk gebe ich gern preis für den einen Rosenkavalier. Frank Schirmacher. Der Mann ist jenseits von tagespolitischen Vereinnahmungen und er ist als literarisches Phänomen übrigens gar nicht eine erster Qualität. Das glaube ich gar nicht, dass er nun mit Thomas Mann zu vergleichen wäre. Auch nicht mit Ben zum Beispiel. Es ist einer der wichtigsten Zeugen, was die Kriege angeht und die gesellschaftlichen Veränderungen in diesem Jahrhundert. Ernst Jünger, der Anarch, hat sich im Niemandsland zwischen den Gezeiten eingeschrieben. Hier wollte er seine Aura wahren. Ein Bedürfnis wie nach reiner Luft. Die Echos der Geschichte haben ihn aber längst wieder erreicht. Er selbst begegnet ihnen nicht nur als Autor, sondern auch schon selbst als Gestalt. Magier stoischer Heiterkeit oder Zeuge blutiger Katastrophen. Ein Grenzposten an der Zollstation dieses Jahrhunderts und seiner fraglichen Transzendenz. Der Tod gleicht einem fremden Kontinent, über den niemand berichten wird, der ihn betrat. Nach einem Augenblick der Verblüffung geht der Annäherung des Todes Erkenntnis voraus. Zeit und Raum, als die beiden Keimblätter, zwischen denen das Leben erblüht, falten sich wieder ein. Und in diesem Dahinschwinden der Bedingungen fällt dem inneren Auge eine neue Art der Anschauung zu. Der Mensch erfasst seinen Wandel in der Perspektive des Notwendigen, zum ersten Mal ohne Schatten und Licht. Im Niemandsland zwischen den Gezeiten. Betrachtungen zum Phänomen Ernst Jünger. Aus Anlass des 100. Geburtstags des Autors. Eine Sendung von Martin Bernhofer. Das Werk Ernst Jüngers, aus dem Harald Hart die Zitate gelesen hat, ist im Klett-Cotta Verlag erschienen. Ebenso die Festschrift Magier der Heiterkeit und ein Band über Ernst Jünger. Eine Literaturliste erhalten Sie beim ORF-Kundendienst. Eine Tonbandkopie dieser Sendung beim Tonbandservice des ORF. Zuletzt wird doch das Schweigen eintreten und das Wort geht auch aus dem Schweigen hervor. Ich möchte also das Schweigen an den Anfang setzen und auch an das Ende. Die Aufgabe allerdings besteht im Wort.